Einen wundervollen guten Nachmittag und herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Runde Python. Heute möchte ich euch ein sehr nützliches Tool vorstellen, das ihr in Pip findet. Pip ist die Paketverwaltung von Python quasi und ja, darin gibt es das Paket pip-rex, mit dem ihr Requirements für euer Projekt automatisch erstellen könnt und das ist super, super nützlich, denn ja, manchmal verliert man so ein bisschen den Überblick, welche Libraries man jetzt irgendwie schon installiert hatte, obwohl man sie standardmäßig nicht installiert hat. Und vielleicht hat man dann noch irgendwo mal in irgendeiner Unterfile irgendeine andere Library verwendet und ja, das passiert leider sehr, sehr schnell. Deswegen gibt es Programme, die das automatisch managen. Das heißt, da steht dann drin, braucht diese und diese Library. Und wenn ihr jemandem anders den Source Code gebt, dann könnt ihr ihm einfach auch eine requirements.txt-Datei mitliefern, die eben hier automatisch erstellt wird, um ihm dann quasi schon zu sagen, welche Version von welchen Libraries er braucht. Und das ist super hilfreich und deswegen wollen wir das Ganze mal hier verwenden. Wie gesagt, das Ganze lässt sich über pip installieren. Sudo braucht ihr natürlich nur, wenn ihr über Linux drin seid. Ansonsten sollte das über pip normal funktionieren. Windows hat ja auch pip. Das heißt, sudo pip install pip-rex heißt das ganze Ding. Und da können wir hier einfach mal das Ganze ausführen. Und ja, bei mir ist natürlich schon installiert. Deswegen, ja, ich habe hier auch ein paar komische Dependencies drin, aber das brauche ich eigentlich nicht interessieren, weil das bei euch wahrscheinlich nicht der Fall sein sollte. Und ja, dann habt ihr es auch eigentlich schon. Und jetzt ist ganz wichtig, pip installiert nicht nur irgendwelche Bibliotheken für Python oder sowas, sondern über diesen Befehl hier habt ihr jetzt ein neues Programm quasi bei euch installiert. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach pip-rex benutzen, als wäre das irgendwie installiert worden, so über eine ganz normale Paketverwaltung oder sowas und nicht als Python-Bibliothek sozusagen. Das heißt, ihr braucht kein Python-Skript oder sowas, einfach pip-rex eingeben und dann den Pfad zu eurem Projekt. Bei mir ist es jetzt gerade meine Masterarbeit, weil ich da natürlich auch öfters mal ja, paar Dependencies brauche und vielleicht hin und wieder auch mal welche übersehe oder sowas, aber es hat sich dann doch relativ überschaubar gezeigt und deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal. Einfach quasi pip-rex und dann den Pfad zu eurem Projekt, das heißt unter Windows wird hier c:// stehen und so weiter oder / besser gesagt und ja, dann haben wir hier successfully saved requirements file in und dann sehen wir hier eben diese requirements file und ja, die kann ich euch jetzt gerade mal kurz zeigen. Dazu gehe ich einfach mal tatsächlich in diesen Ordner rein. Achso, halt, das brauche ich vielleicht sogar noch. So, und ja, jetzt kann ich hier natürlich die requirements.txt mal angucken. Und hier steht jetzt drin, requests ist gleich 2.18.4. Das bedeutet, man braucht von requests die Version 2.18.4, von torch die Version 0.3.0.pos4, von matplotlib braucht man 2.0.2 und von numpy braucht man 1.14.5. Mindestens, also natürlich höher geht meistens auch, wobei dann müsst ihr die Dependencies hier nochmal anpassen. Hier werden jetzt tatsächlich genau diese Versionen verlangt. Ja, und das ist natürlich super praktisch und jetzt kann ich auch hergehen und kann jemand anders einfach dieses Projekt geben und der kann sich mithilfe dieser requirements.txt diese ganzen Dependencies installieren und zwar einfach über sudo, beziehungsweise kein sudo, wenn ihr es nicht unter Linux habt, sudo pip install -r requirements.txt und dann sehen wir hier, bam, alle werden einfach direkt runtergeladen, beziehungsweise es wird direkt getestet, ob diese Requirements installiert sind und falls sie nicht installiert sind, werden sie natürlich installiert, aber bei mir sind natürlich alle schon satisfied, weil ich ansonsten ein Problem hätte und meine Masterarbeit nicht ausführen könnte, das wäre ein bisschen unpraktisch. Aber ja, das ist sozusagen der Trick dabei und so habt ihr sofort alle Dependencies auf einen Blick und könnt sie eben jemand anders ohne Probleme geben. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, ein bisschen anderes Tutorial zu Python, aber trotzdem glaube ich sehr, sehr nützlich. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.